Ja Leute, willkommen zurück zu Zelda Skyward Sword. Und wie eine junge Ballerina tanze ich hier im kühlen Nass und erfrische mich ein wenig. Und da das nicht gerade vorteilhaft aussieht, werde ich jetzt das Wasser wieder verlassen. Aber wir sehen da unten zum Beispiel, da ist eine Öffnung, durch die wir wahrscheinlich irgendwann mal hindurchkommen, wenn wir denn tauchen können oder ähnliches. Das ist schon mal interessant. Auch das können wir uns schon mal speichern in unserem unendlichen Kämmerchen, das sich Gehirn nennt. Zack, zack, zack. Und dann machen wir auch schon unseren ersten Kampf hier zur Begrüßung dieses Parts. So, wir sind weiterhin auf der Suche hier im Wald von Firone und versuchen, den Häuptling zu finden, der angeblich Zelda, mit Zelda gemeinsam hier geflohen ist. So, und dadurch komme ich jetzt... Oh nein, hier war ich ja schon mal. Da, okay, dann gehen wir doch mal da lang. Ich habe das Gefühl, die Gegner spawnen hier immer wieder neu. So, zack, zack, einmal schön vorbeigehauen und bam, ja, da war es aus mit dem Unkraut, das dort wuchert. So, wieder die Raben hier, die sich hier unkontrolliert vermehrt haben und eine Plage für uns schon darstellen. So, wo wollte ich denn jetzt hin? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin hier verirrt im Walde. So, ich muss mich erstmal hier ein wenig orientieren. Wo waren wir denn noch gar nicht? Waren wir denn da unten schon? Ich glaube nicht, oder? Gehen wir doch mal dahin. So. Da ist schon wieder ein Gegner. Mein Gott. Wo die alle herkommen. Boah, da kommt er auf uns zugestürmt, als hätte er noch nie einen Jungen im grünen Gewand gesehen. Zack, zack. Okay, sieht ein bisschen aus wie Teufel. Mann, jetzt nerv doch nicht, Alter. Ich wünsche, ich hätte irgendwas anderes, was mehr reinhaut. Gut, dass unser Schwert keinen Schaden nimmt. Denn das wäre jetzt schon längst kaputt. Nicht so wie unser Schild. Oh, nein, jetzt sind wir wieder in der Gefahrenzone. Hier muss doch irgendwo... Versuche ich mal, den Wasserfall da hoch zu klettern. Das geht nicht, leider. Aber hier ist ein Baumstamm. Ja, Leute, ich habe total die Orientierung jetzt hier verloren. Ach je. So kann es gehen. Auch hier ein Wasserfall ist nichts. Moment mal, also gut. Wo war denn der Plan, wo ich hin wollte? Okay, hier sind wir jetzt. Von wo kommen wir eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Kann ich ein bisschen rauszoomen? Ich glaube, wir kommen von hier, nehme ich mal an. Und das heißt, wenn wir hier hochgehen, kommen wir dahin. Und das ist doch, sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Weil überall woanders habe ich jetzt nichts gefunden. So, deswegen laufe ich jetzt mal diesen Weg hier entlang und beseitige diesen Gegner. Oder auch nicht, denn er nervt. Oder doch, ich werde ihn jetzt beseitigen, damit wir in Ruhe diesen Baumstamm da zur Seite rollen können, um uns wieder mal eine Abkürzung zu schaffen. So. Wenn ich mich nicht irre, dann ist hier auch das Item genau und hier liegt es auch schon. Yay, noch ein Bernstein-Halbmond-Tropfen oder wie sie genannt werden. So, und hier ist nämlich noch einer. Hoho, das hatte ich noch in Erinnerung. So, dann können wir die jetzt... den Weg jetzt da fortsetzen, nachdem wir die eingesammelt haben. Oh, das sieht gut aus. Wenn wir was zerstören müssen, ist das immer gut. So, klein Holz. Und weiter geht's. Wieder ein paar Vöglein. Oh Gott, das sind schon wieder diese Dinger. Die nerven ja am meisten. Ich weiß nicht, wie ich die besiegen soll. So, ich schaue jetzt erstmal. Ich gehe einfach weiter. Ich ignoriere die. Ah. Ja. Okay, es hat sich wahrscheinlich bewegt, weil ich da lang gelaufen bin. Warum kann ich hier überall sitzen? Ich meine, es hat überhaupt keinen Effekt, oder? Ach ja, ich sitze hier und genieße den Sonnenschein. Ist das nicht herrlich? Die frische Luft. Ja, das war's. Ah, ein Käferchen. Herrlich. Ich meine, vielleicht... Es hat einfach keinen Sinn. Ich verstehe den Sinn nicht. Warum sitzen wir hier? Okay. Man muss auch mal ein wenig entspannen können. So. Überall beschossen wird man hier. Wir wollen doch nur... Ich will doch durch diese Tür da. Das geht doch bestimmt noch nicht, oder? Da muss ich doch bestimmt irgendwas machen. Was muss ich hier tun? Untersuchen. Die Tür ist versiegelt und lässt sich nicht öffnen. Hm. Kann da unser Schwert ein wenig Abhilfe schaffen? Katsching! Nein. Aber vielleicht können wir das bei diesen Dingern hier einsetzen. Los, komm raus. Verdammt. Das war ebenfalls ein Reinfall. Okay. Also das sind jetzt hier meine ärgsten Feinde im Moment. Diese komischen Dinger. Wenn ich darüber springen, sieht nicht so aus. Oh je, ich bin verloren, Leute. Ich weiß es nicht, wo ich hin muss. Okay, da unten sieht es doch nach was Schönem aus. Da gehe ich jetzt mal hin. Dich lasse ich hier stehen. So. Dich können wir ganz leicht aus dem Weg schaffen. Einfach mal, zack, im richtigen Winkel hier deine Fresse poliert. Und dann können wir hier diese Liane oder was es sein soll,
nutzen, um uns hinüber zu schwingen. Wunderbar, das sieht doch gut aus. Sprinten wir jetzt mal. Boah, das war knapp. Okay, ich bin ein bisschen zu tief, kann ich nicht höher. Ich möchte bitte höher krabbeln. Anhalten und... Ja, so, das sieht gut aus. So, und jetzt schwingen wir nochmal. Das sieht doch besser aus. Und im nächsten Anlauf werde ich auch springen und dann werden wir hoffentlich... Okay, ich habe ein bisschen dumm geschwungen. So. 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 So, das muss reichen. Gott, was ist das denn für ein fetter Kloß hier? Ach, du bist der Boss, oder was? Oh mein Gott. Relaxo. Ein wildes Relaxo ist erschienen. Ja, das sieht nicht so vorteilhaft aus, wie du da liegst. Kriegst du überhaupt Luft? Na gut, wir werden dich gleich ansprechen. Ich lasse dich noch ein wenig ruhen. Und hoffe, du lebst noch. Ein riesiger Fleischberg hier. Okay, hier können wir auch noch lang krabbeln. Naja, ich werde ihn erstmal ansprechen hier. Guten Tag. Alter Schwede. Ho, ho, ho. Kennst du mich? Ich bin Roybos, der Häuptling der Q. Ich habe alle anderen Qs gefressen. Du hast es tatsächlich geschafft, meine perfekte Tarnung zu durchschauen. Ich bin beeindruckt. Ja, als was hast du dich getarnt? Als fetter Fleischkloß. Wer so etwas schafft, hat ein Anliegen. Was ist deines? Nachricht überbringen? Habe ich eine Nachricht? Ich weiß gar nicht, habe ich eine Nachricht? Nö, ich frage nach Zelda. Zelda! Ah ja, meine Nachricht ist, dass es Mascha gut geht. Aber das interessiert jetzt keinen, denke ich, oder? Ach, meinst du etwa das Mädchen mit den blonden Haaren, das dir etwas ähnlich sieht? Sie war bei mir. Ich hoffe, sie ist jetzt nicht in dir. Allerdings habe ich im Moment gar keinen Kopf für so etwas. Der Wald ist voller Monster und zwielichtiger Gestalten. Ich sorge mich um die Angehörigen meines Stammes. Was? Bist du etwa Mitgliedern meines Stammes begegnet? So, so, Mascha und Senbuli. Geht es also gut? Aber noch ist der Wald voller Monster. Ich kann hier nicht weg. Tut mir leid, aber zwei meiner Gefährten musst du noch finden, um mich zu beruhigen. Vielleicht fällt mir dann wieder ein, was mit deiner Freundin geschehen ist. Ja, das ist ein toller Boss. Versteckt sich hier irgendwo in Sicherheit? Oh, der Häuptling ist leider nicht mehr in Zeldas Nähe. Ist wahrscheinlich auch besser so. Aber ich bin sicher, dass er etwas weiß. Wenn du die versteckten Q suchst, besteht die Wahrscheinlichkeit von 85,378% dass du von ihm etwas über Zelda erfährst. Ich habe die Präsenz der Q zu deiner Aurasuche hinzugefügt. Ja, das ist doch schön. Da müssen wir nicht ewig nach denen suchen. Soll ich dir erklären, wie du das Ziel deiner Aurasuche festlegen kannst? Nö, das wissen wir ja jetzt schon. Bereits gefundene Q sind auf der Karte markiert und werden von deiner Aurasuche nicht mehr erfasst. Beginne jetzt mit der Suche. Genau jetzt, alles klar. Ja, ein Wunder, dass dieses riesige Monster auf den beiden kleinen dünnen Stelzen da stehen kann. Ey, das müsste doch unter ihm zusammenbrechen. Wie ein Kartenhaus. Naja, wir lassen den jetzt mal hier stehen und suchen die Q. Zwei davon müssen sich hier noch rumtummeln im Walde. So, erstmal machen wir die Birnen oder die Früchte hier kaputt und nehmen ein paar Rubine an uns. Zack, und eine Fee, ach, die kann uns mal umschwirren. So, dann klettern wir hier mal hier hoch. So, mal sehen, es wäre auch gelacht. Oh, jetzt müssen wir hier einen Balanceakt vollführen. Nein. Okay, oh, ich sehe es schon kommen. Ich werde da runterfallen, Leute. Ja, ja, alles cool, Link. Kann ich hier schaukeln? Ich will diese Dinger hier runterkriegen. Oh nein, okay, ich will die doch nicht haben. Ah, die sind nicht gut. Die sind nicht gut. Oh. Okay, kleine Dinger, die so ticken wie eine Zeitbombe, sind nicht gut. Ah, ich will die loswerden, verdammt. Verschwinde. Ja, da ist noch so ein Ding. Mann, was sind das denn hier für... komische Früchte, explodierende Kastanien. Was will man mehr? So, jetzt bin ich natürlich ganz klug darunter gefallen und muss den Weg normal da hoch. Naja, ich hab's euch gesagt, dass ich da runterfalle. So, ich habe es prophezeit mit meiner grünen Zipfelmütze. So, meine Fähigkeiten kann ich wenigstens gut einschätzen. So, bin mir sicher, dass, wenn wir die gefunden haben, öffnet der dieses Tor hier und wir können dorthin durch. So, wo war das denn jetzt? So, hier rein. Und dann schwingen wir uns wieder hinüber.
So. Und schwingen und zack. Und dann sind wir wieder hier beim riesigen... Ich sag dazu nichts mehr. So, wir kriechen nochmal hier durch und... Hoffentlich klappt es beim zweiten Anlauf. So. Ach, athletisch. Kämpfen wir uns hier hoch. So. Jetzt hängen hier wenigstens nicht mehr so eine... So eine komischen Kastanien, die einen hier töten. Oh Gott. Ich kann mich gar nicht konzentrieren, während ich rede. So. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. So, das schaffen wir doch. Wunderbar. Jawohl. Ach, herrlich. Ich bin mir sicher... Oh nein, es sagt nicht, das war jetzt alles umsonst. Oder müssen... Waren wir hier unten noch nicht? Oder gibt es hier noch irgendwas, was ich übersehen habe? Kommen wir darüber eigentlich? Können wir darüber springen? Nee, das schaffen wir doch mit Sicherheit nicht. So, da vertraue ich unsere Kraft in den Beinen nicht. Da hinten steht schon wieder so ein komischer Kauz und wird ein bisschen aufmüpfig. Hallo. Na super. So, was haben wir in der Ritterschule gelernt? Wirbelattacke, wenn wir umzingelt werden, die jetzt hier wunderbar klappt. So, jetzt klappt's. Ich bin noch ein bisschen panisch. Okay, wir müssen erstmal den Boss ausschalten, nehme ich an. Oh Gott. Ach so, ich bin K.O., deswegen macht er nichts. Oh, jetzt muss ich auch noch auf meine Dings achten. Ah, hier sind Herzen, wunderschön. Herzpflanzen, ich mag euch. Ich renne vor denen weg, bis sie so K.O. sind, dass sie nicht mehr können. So, einer nur noch übrig. Ah, ich will dieses Ding da haben. So, Herzen und alles einsammeln und weiter geht's. Du mit der hässlichen Nase. Okay, bei dir ist alles hässlich. Da kann ich mich gar nicht entscheiden, was ich hier als Merkmal für dich suche. Boah, was ist das hier? Ein Spielchen? Zack, ja, habe ich dir eine gegeben, ey. Mitgegeben. Uff. Ja, da hockt er auf dem Baum. Du hast die roten Kerle weggeputzt. Bist du etwa einer von den Guten? Nein, ich bin gekommen, um dich zu fressen. In diesem Fall könntest du Mugi gleich mal helfen. Ich stecke hier nämlich fest. Kannst du Mugi helfen? Ja, ich kann gegen den Baum rollen, das habe ich gelernt. Ich fühle keine Gegner mehr in der Nähe, in der Umgebung. Du kannst den Kyu-Baum daher gefahrlos herunterholen. Allerdings scheint er sich nicht bewegen zu können. Du müsstest dir etwas überlegen. Gebieter, du kannst deine Option immer durch Drücken von 2 überprüfen. Ja, das finden wir schon selber heraus. Da müssen wir nicht die Nummer 2 zu Rate ziehen. Ich werde jetzt hier erstmal diesen Baum fällen, weil er im Weg steht. Der stört mich hier, der gefällt mir nicht. Nein, es macht vor allen Dingen Spaß. Super gefällt, da steht er noch und verschwindet. Das sind Zauberbäume. Die werden unsichtbar, sobald sie gefällt werden. Ja, ich renne jetzt dagegen und zack, bam. So einfach ist das. Ich kletter da doch nicht hoch. Die Mühe werde ich mir nicht tun. So, dieses Ding besteht doch zu 90% aus Fell. Das hat ihm bestimmt nichts ausgemacht. Aus Fell und Fett. Autsch, autsch, aber trotzdem danke. Was? Unser Häuptling hat sich um Mugi gesorgt? Irgendwie rührt das Mugi ja... Mugi, das ist natürlich mein Name. Ach, wer hätte es gedacht? Wir nennen uns alle bei unserem Namen. Das ist viel persönlicher. Sagst du dem Häuptling, dass es Mugi gut geht? Bin noch etwas schwach auf den Beinen, aber es wird schon wieder. Och Gottchen. Mugis Position wurde markiert. Aber noch gibt es andere Q, die von der Aurasuche erfasst werden. Stimmt ja, die Aurasuche, die habe ich jetzt gar nicht mehr beachtet. Hey, was soll das? Erschrecke doch Mugi nicht so. Ja, musst du mir nicht sagen, sag's der freundlichen Dame, die sich hier des Öfteren mal zu Wort meldet. So, wir benutzen jetzt diese Schlinge oder was es sein soll. Greifen sie. So, klettern ein bisschen hoch. Und versuchen mal darüber zu schwingen. Das sollte doch funktionieren. Und schwingen. Und springen. Schwingen und springen. Das ist der Trick. So, und dann können wir uns wieder mal eine Abkürzung schaffen. Mit diesen riesigen Holzstämmen hier. So, und jetzt können wir mal unsere Aurasuche verwenden. Um die Q zu finden. Wo ist denn der letzte Q? Also irgendwo da. Okay. Dann werden wir jetzt mal da hingehen. So. Genug der Aurasuche. Vielleicht ja im Wasser. Vielleicht können die Dinger ja auch schwimmen. Bekanntlich schwimmt Fett ja oben. So. Ich werde mal wieder an Land gehen, denn auch wir sind nicht der schnellste Schwimmer, muss ich sagen. Aber es kann sich ja bestimmt alles noch ändern. Man weiß ja nicht, wie sich unsere Fähigkeiten noch entwickeln werden. So.
Also, wir sind schon ganz nah. Ich glaube, das Ding ist sogar da oben. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, da hochzukommen. Das sieht doch verdammt danach aus, dass das da oben ist, oder? Oder hier unten? Hier vielleicht. Hm. Ach ja. Ich glaube, das Ding ist da oben. Ich werde jetzt hier oben bleiben. Denn nach unten kommen wir immer leichter. Das sieht doch ganz danach aus, als ob wir da oben hin müssen. Weil ich, wie ich das sehe, da gibt es doch lauter Sachen noch. Na gut, wir werden mal einen Weg finden. Das wird... Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht finden. Ach, da ist doch schon ein Weg. Den nehmen wir doch mal. So. Wunderbar. Erstmal gehen wir hier den komplizierten Weg. Und das ist ein Herzteil, Leute. Yeah. Darauf habe ich gewartet. Unser erstes Herzteil. Und wird er es schaffen, beim ersten Versuch hinüber zu gelangen und dieses Herzteil an sich zu nehmen? Ich weiß es nicht. Werden wir es sehen oder wird er sein Herz opfern, um hinunterzufallen in die Tiefe? Wir werden es im nächsten Part erfahren. Ich bin gemein, ich weiß. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Ciao.